Herzlich willkommen auf der Gamescom hier am Astragon-Stand. Ich bin Chris, Producer bei Deck 13 für Transocean 2 und ich habe hier die Andrea, die ihr wahrscheinlich auch schon gesehen habt, Designerin von Transocean 2. Wie gefällt dir denn bis jetzt die Gamescom? Hi Chris, erstmal. Die Gamescom gefällt mir bis jetzt echt wunderbar. Es sind wieder total schöne Stände dabei mit diesen riesigen Artworks. Das ist immer wieder erstaunlich und beeindruckend, wie riesige Stände die Leute bauen. Und ist immer wieder ein Erlebnis auf jeden Fall. Hat sie bis jetzt schon schön ein paar Pressetermine zu Transocean 2? Wie ist bis jetzt so das Feedback? Auf jeden Fall. Ich hatte schon einige Termine von Let's Playern, von Redaktionen, von Bloggern, ganz gemischt und sind alle sehr angetan auf jeden Fall, alle total nett und freundlich und viele freuen sich total halt über den Multiplayer. Gestern ein Team zum Beispiel hat gesagt, oh, ich sehe schon wieder die langen Nächte, die wir da zocken werden. Also es war auf jeden Fall echt extrem angenehm. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir ein bisschen über die Gamescom geredet. Jetzt ist natürlich auch noch eine Frage, wie war denn so die Entwicklung? Wir mussten ja so eine spezielle Version machen schon für die Gamescom, ist ja klar. Die dann halt eben auch passend für eine Messe ist. Was waren für dich da so die größte Schwierigkeit dabei jetzt im Vorfeld die letzten Wochen? Am schwierigsten, denke ich, war es den Spielern für den Messecharakter und für das Umfeld am angenehmsten zu machen. Also in Transocean 2 soll es ja für den Multiplayer-Part eine klassische Lobby geben, wo man einen Raum erstellt und sich dann in den Raum einwählt und beitritt. Aber für die Messe wollten wir das weghaben und einfacher machen, dass man eigentlich mit einem Klick starten kann. Das heißt, wir haben uns überlegt, okay, wie machen wir so eine Quick-Start-Lobby? Wie machen wir das dann auch mit der technischen Connection, dass sich dann alles dann ordentlich verbindet in diesem Multiplayer-Raum? Und auch die Heranführung an das Spiel war dann noch eine besondere Aufgabe, weil auf der Messe nehmen sich einfach nicht viele Leute so Zeit. Die gucken einmal nur mal kurz und wollen schnellstmöglich ganz viel vom Spiel sehen. Da haben wir also eine einfache, ganz einfache Hilfe eingebaut, die man mit einem Tastendruck starten kann, wo Pfeile dann auf die Elemente zeigen und die erklären und haben extra am Anfang dann auch noch ein kleines Video eingebunden, wie man das Spiel spielt, wo also vorgestellt wird, wie das Spiel so läuft. Und das müsste eigentlich reichen in der Erklärung. Genau, das schon mal so ein bisschen zu den Behind-the-Scenes-Infos. Jetzt haben wir hier neben, habt ihr bestimmt gesehen, noch eine Person. Das ist einer von unseren Programmierern, der Niki. Hallo Niki. Ja, hallo, ich bin der Niki. Bin der Programmierer, einer der Programmierer und habe versucht, alles Mögliche für die Demo fertigzustellen. Den ganzen Multiplayer-Lobby, Andrea hat das schon angesprochen. Das ist wunderbar, dass es so harmoniert und so zu programmieren. Und genau, jetzt haben wir ja hier schon die Demo-Version von Transocean 2. Was könnte man denn unseren Zuschauern mal so zeigen, die jetzt nicht auf der Gamescom vor Ort sind? Was sieht man denn schon so in der Demo? Ich würde sagen, wir springen direkt mal rein ins Spiel und zeigen die Weltkarten, mit der das Spiel anfängt und können auch, würde ich sagen, direkt mal in den Hafen springen. Wir haben jetzt auf der Gamescom-Demo haben wir das so gemacht, dass es 1 gegen 1 gespielt wird. Jeder hat schon 3 Schiffe. Und hier ist Niki jetzt zum Beispiel in Hamburg gerade und hier sehen wir, wie unsere neuen Häfen aussehen. Und dass man zum Beispiel jetzt viele Elemente über die Gebäude im Hafen anklicken kann. Die Auftragsliste zum Beispiel kann man über diese Lagerhallen anwählen. Und sieht hier auch unseren neuen Menü-Style. Und dann nimm doch einfach mal ein paar Aufträge an, Niki. Man kann immer noch mehrere anwählen. Was wir zum Beispiel neu haben, sind neue Schiffstypen. In Teil 1 hatten wir ja nur Containerschiffe, aber in Teil 2 haben wir jetzt auch Bulkschiffe und Tankschiffe hinzugefügt, die dann natürlich auch neue Frachten haben. Bulkfrachten sind zum Beispiel alles mögliche, was man schütten kann und was so in granularer, grobkörniger Form ist, so Sand, Zement, Erze, Kohle und da gibt es also auch einen Haufen neuer Frachten und bei den Tankschiffen sind das also flüssige Dinge, wie zum Beispiel tierische Öle oder Rohöl oder kontaminiertes Wasser. Ja, was den Kern der Multiplayer-Partien ausmachen wird, ist ein Siegpunktesystem. Jede Partie wird in mehrere Phasen aufgeteilt sein, in denen es unterschiedliche Siegbedingungen gibt. Jetzt hier zum Beispiel auf der Gamescom gewinnt man Siegpunkte, wenn man Regionen kontrolliert. Das macht man dann, indem man die Mehrheit an Zweigstellen dort kauft. Und dazu muss man Aufträge in diese Region bringen, indem man dort Punkte, sodass man dort Regionspunkte bekommt. Und wenn man davon genug gesammelt hat, 10 sind das jetzt zum Beispiel, dann kann man da Zweigstellen kaufen. Da braucht man dann natürlich noch das nötige Kleingeld für. Und wenn man dann die Mehrheit an Zweigstellen in der Region hat, dann kriegt man höchstwahrscheinlich Siegpunkte, zumindest wenn man mehr als seinen Gegner hat. Ja, und so wird dieses Multiplayer-System mit den Siegpunkten
viel Abwechslung reinbringen, da man sich nicht auf einer Strategie ausruhen kann, sondern man muss auch mal wechseln. Vielleicht geht es in der einen Phase darum, eben diese Zweigstellen und diese Regionsmehrheiten zu bekommen. In der anderen Phase geht es aber vielleicht darum, möglichst viele Schiffe an eine Hilfsorganisation aus guten Zwecken zu spenden. Das heißt, da muss man ganz anders spielen. Da muss man das Geld in Schiffe investieren, muss die auch ein bisschen in Schuss bringen, dass das keine Schrottlauben sind. Und dann muss man die spenden. Also man kann sich halt nicht auf einer Strategie ausruhen und jede Partie wird anders verlaufen, weil die Bedingungen immer neu zusammengewürfelt werden. Ja, das war schon mal soweit so zu unserer Demo-Version. Was wird man denn dann im finalen Spiel noch so an neuen Features und so weiter erwarten dürfen? Also dasselbe, was ich gerade mit den Siegpunkten erzählt habe, was man halt gegen Freunde oder gegen fremde Leute spielen kann, kann man auch alleine gegen die KI spielen, wenn man möchte. Da ist man also nicht der großen weiten Welt ausgesetzt, weil man erstmal alleine probieren möchte. Dann kann man trotzdem, dann werden wir eine Kampagne in Teil 1 wieder einfügen, wo man dann vielleicht auch ein Wiedersehen mit unserer lieben Investorin Megan Boyle haben wird und vielleicht noch ein paar anderen Charakteren, wo man also wieder sich am roten Faden entlanghangeln kann, was viele ja auch gerne zum Beispiel zur Einführung spielen, um erstmal das Spiel kennenzulernen, wo man Schritt für Schritt eben an die ganzen Features rangeführt wird. Ganz neuer Teil für den Multiplayer-Part wird auch die Sabotage sein. Da kann es dann sein Eingemachte gehen. Zum Beispiel kann man einen Helikopter mit einem Zollteam, einem anderen Schiff auf den Hals hetzen. Dann muss das Schiff erstmal 3, 4, 5 Tage vielleicht rumstehen und die suchen quasi dann das ganze Schiff nach illegaler Ware durch. Wenn sie dann sogar noch was finden, muss mein Gegner dann natürlich noch ordentlich Strafe löhnen. Ansonsten habe ich ihn aufgehalten und ihn vielleicht von einem Quest mit wichtigen Siegpunkten abgehalten, weil er gerade noch irgendwie die letzte Lieferung in den Zielhafen gebracht hat. Ja, also das hört sich auf jeden Fall schon spannend an. Wir sind gespannt, wieso die Entwicklung weiterläuft und hoffen, dass wir das Spiel möglichst gut machen für euch, das ist ja klar. Ja, jetzt genießen wir noch ein bisschen die Gamescom, hoffen, dass noch viele Leute kommen, sich unser Spiel Transocean 2 anschauen. Und ja, bis zu Release ist ja noch ein bisschen Zeit, ist ja im ersten Quartal 2016. Und ja, noch ein paar letzte Worte an unsere Fans. Wir freuen uns ganz doll wieder drauf, euch Teil 2 zu zeigen und wir freuen uns auch total auf euer Feedback. Genau, also macht's gut, tschüss.